So, selber Ort, selbe Veranstaltung, würde ich schon fast sagen. Wir warten immer noch auf VW Hauptmeister, bis wir dann das Video machen. Wir sind leider nicht vollzählig. Der Patrick, unser Carbon-Golf, ist leider aus dem Verkehr gezogen worden. Und jetzt haben wir gesagt, nutzen wir die Zeit und machen wir noch ein paar Videos. Ein Tiguan kennt ja der eine oder andere schon. Der hat eigentlich relativ viele Aufrufe schon gekriegt, das Video. Wir haben da schon mal kurz letztes Jahr schon mal gefilmt, das Ganze. Und jetzt haben wir gesagt, okay, jetzt filmen wir das heimkommen. Aber dieses Jahr ist Endstufe. Also dieses Jahr ist schon Endgegner. Obwohl das eigentlich der Simon gemeint hat, dass das heuer nicht so geil ist wie letztes Jahr. Aber jeder sagt, dass es heuer geiler ist. Weil ich finde es auch geiler. Also, was haben wir gewechselt? Zuerst einmal, was ist gleich geblieben? Das ist das Einfachste. Ja? Was ist gleich geblieben? Das Fahrwerk ist gleich geblieben. Gepfeffert V3, das ist eher eine Competition eigentlich, oder? Ha? Ja, Competition. Genau. Also nochmal extra Sonderanfertigung mit Competition-Dummlager, nochmal flachere Dummlager, andere Lenker hinten verbaut, kürzere Stoßdämpfer und. Ja? Der Simon kann eigentlich mit aufs Video, oder? Mag der Simon aufs Video mit? Der legt sich ein wenig hin, der geht ein wenig schlafen jetzt. Wenn, ist ja klar, Teerstoß ist schon warm, oder sie denkt, legen wir hin. Scheiß auf den heißen Stein, wenn man sich auf die Herstoß hingucken kann. Gewinner vom Spoilerbild. Genau, den kann man noch vorstellen. Gewinnerbild von unserem Instagram-Spoilerbild. Das haben wir letztes Mal schon gehabt. Soll ich das echt einblenden? Das kannst du einblenden, das macht uns gar nichts aus. Da hätten wir es nicht online gestellt. In Zukunft machen wir jetzt mal, wenn ihr das wollt, machen wir mindestens einmal in der Woche oder einmal im Monat so ein Verarschungsbild. Oder einmal in der Woche, da finden wir immer so was. Da haben wir so viel Schmarrn im Kopf. Nein, nur noch zensieren. Müssen wir dann zensieren. Schon wieder. Schweizer Nummer? Nein, doch nicht. So, also, was haben wir da? In diesem Sinne haben wir Tiguan Airline Weiß. Dann gepfeffert. Wie heißt das? Was? Das ist nicht Gletscherweiß, bei VW ist das Art. Oryx-Weiß. 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 Genau. Aber er ist nicht Oryx-Weiß. Simon, ist deiner Oryx-Weiß? Ist deiner Metallic? Das ist gleich wie Candy-Weiß. Ja, ist aber kein Metallic. Nein, das ist kein Metallic. Das ist nicht die. Nein, es ist nicht Gletscherweiß. Das ist nicht die. Nicht die Candy-Weiß, genau, das ganz normale. Candy-Weiß heißt aber anders, weil VW die gleiche Farbnummer hat, aber einen anderen Namen gibt. Genau. Also Candy-Weiß Airline. Ja, natürlich diese Verbreiterungen in glatt geschliffen und in weiß glanz lackiert, weil die ganze Optik einfach dann für jeder umkommt. Normal sind die so rau. Das haben wir in einem anderen Video, glaube ich, eh schon gesagt, aber ich kann es gerne nochmal sagen. Wenn man, wer schaut sich schon das andere Video nochmal an? Vielleicht ja, vielleicht auch nicht. Deswegen erkläre ich das nochmal kurz. Nicht, dass du sagst, hey, du hast mir das letzte Mal eh schon erklärt. Dann, was soll ich noch machen? An der Karosserie. Stoßstange geklint. Da ist der normale Kennzeichenträger dran und Kennzeichen wird mit Magnet befestigt. Schaut einfach von der USA-Optik viel geil aus. Dann haben wir natürlich USA-Licht am Auto. Was muss ich machen? Haben wir's? Ja. Natürlich die geile Optik. Wenn du jetzt das siehst, ist das eigentlich eine komplette amerikanische Optik. Das Auto gibt es aber in Amerika gar nicht, oder? Ja, gibt's Tiguan in den USA? Ehrlich? Gell? Also das wäre eigentlich so, würde eigentlich normalerweise das Auto in den USA ausgeliefert, wenn das so wäre. Sagen wir so mit den USA, Standlicht und quasi mit der kompletten clean Front, weil die auch kein Kennzeichen brauchen, beziehungsweise die, wo Kennzeichen brauchen, haben ein kurzes Kennzeichen. Ne? Kleinen Kennzeichenhalter. Dann kommen wir gleich mal zu den Felgen. Einer oder andere wird die Felgen schon kennen. Verbauen wir sehr oft, sehr gerne, sind die Motec Tornado. Motec Tornado natürlich mit dem Centerlock von uns. Der Simon wollte den speziell genau so haben, so wie der ist.
Das ist sogar jetzt eine Leihgabe von einem Spätelfonds, vom Schreiner Mario, weil der hat ihm den Simon geliehen, weil wir leider nichts mehr fertiggebracht haben, weil es zu extrem war in letzter Zeit. Sind mit sämtlichen Centerlocks noch im Rückstand und die Felgen sind wieder hochglanzverdichtet worden. Auch wieder von der Felgenveredelung SH, SH Felgenveredelung Stein-Helmut. Und hat man noch vor dem Wetter sie gerade noch so gekriegt. Dimension ist 9x21 ET45 mit Spurplatten hinten und vorne. Spurplatten hinten und vorne deswegen, weil es vorne zu extrem wäre zum Abstand zu den Federbeinen und natürlich beim Lenken das Innenschleifen würde. Und hinten haben wir natürlich viel mehr Spurplatten gebraucht, weil wir hinten ja extrem viel Sturzfahrt. Simon wollte extra einen geilen Camber-Look haben, weil wenn du jetzt reinguckst, ist das Auto natürlich vom Sturz schon extrem. Ja. Und deswegen habe ich gesagt, okay, wenn da jetzt keine Spurplatten drauf wären, würde das komisch aussehen und einen Sturz rauszumachen, hat mir auch nicht gefallen. Dann habe ich gesagt, mach lieber einen Sturz rein, mach ein paar Spurplatten, dann sieht es ein bisschen extrem aus. Ja? Dann, Wischer weg, Wischer mit dem Glasstöpsel natürlich, ja? Um eine kleine Optik zu behalten. Alle Schilder und Schriftzüge natürlich entfernt, beziehungsweise glaube ich, hat das serienmäßig schon nicht dran gehabt, kannst du ja bei VW bestellen. Dann haben wir die Endrohre. Die Endrohre links, das ist eine komplette Diffuser, weil es gibt ja zwei verschiedene Modelle vom Tiguan. Einmal mit dem Airline, mit dem Großmotor und dem Kleinmotor. Und dann gibt es noch zwei verschiedene Wahlvarianten, die wo dann einmal einen Auspuff ganz auf der Seite zwei Endrohre haben. Das hat ihm nicht gefallen, er wollte einfach diese grüne Optik haben, die einfach mit dem ganz schwarz dann hinten noch dazu passt. Ja, ja, schaut auf alle Fälle gut aus. Das Auto kommt extrem gut an im Instagram. Viele denken, das wäre Luft, weil wir haben zwei am See jetzt, Tiguans, die sind alle auf Luft. Genau. Und die sind aber trotzdem höher als der Simon. Genau, einer war letztes Mal schon bei einem anderen Video, wo wir auf dem Swissbox-Treffen waren, gesehen. Da haben wir 20 Zoll drauf, der ist ungefähr 2 cm tiefer. Aber wie gesagt, gepackt tiefer. Ne? Und das fährt ja so. Und so direkt auf der Achse und nicht irgendwie noch rund. Irgendwann wird er sich noch ein bisschen runtergedreht oder sonstiges. Ne? Aber das, wenn im Hintergrund immer was hört, dass da pfft macht oder so, das ist nicht von uns, weil unser Nachbar da am anderen Parkplatz hat eine, in Anführungszeichen, eine Gegenveranstaltung oder was, wie man das nennen kann, am Laufen. Das ist nicht von unseren Autos, gell? Alles gut. Also, wie gesagt, Auto ist verdammt gut. Okay, man hat über 6000 Aufrufe gekriegt bei uns im Instagram. Und ist natürlich sehr, sehr beliebt, weil einfach jeder meint, das ist ein Golf Plus, wenn man manchmal von hinten anschaut, weil einfach das Heck sehr Golf Plus-lastig ist. Von vorne merkt man dann gleich, dass er Tiguan ist und dadurch, dass er ja Tiguan ist, hat er extrem breite Stoßstange und die Lufteinlässe gehen ja extrem weit nach unten und nach außen und deswegen kommt das auch ganz, ganz, ganz komisch dann, beziehungsweise rüber für die Leute, wenn das normalerweise ein SUV wäre, wo die fette Stoßstange ja viel höher normalerweise wäre, ne? Von daher. Und deswegen sieht das gleich richtig aggressiv aus, so wie beim A1 zum Beispiel, hat auch die riesen Stoßstange dran, ne? Vorne, wo du sagst, krasser Scheiß, zweimal Polizei schon gefragt, welche Stoßstange ist hier verbaut, wo ist die eingetragen? Das Original ist ja geil, oder? A1 ist das schlechthin, das Tuning-Objekt schlechthin, wo die Leute dann sagen, hey, was ist da los, was müssen wir da machen? Ne? Aber ja, geiler schaut aus, das ist gut. Also, das war jetzt wieder mal ein kleiner Einblick am Wörthersee. Wunderschön Wörthersee, ein bisschen zuzieht jetzt sind, aber das macht überhaupt nichts, weil da ist wirklich so, am Wörthersee, dass eine Stunde vorher und eine Stunde später das Wetter sich komplett dreht. Und deswegen sind wir schon glücklich, dass es so ist, wie es ist. So, sollen wir noch mal ein wenig einschauen? Da piepst du jetzt natürlich, Zündung. Weil man muss Zündung einschalten, um das Licht dann zu aktivieren. Ich finde ja, dass der VW richtig, richtig geil auch verarbeitet worden ist. Wobei, das Einzige, was ich bemängeln würde beim VW, wenn ich jetzt ein Autotester wäre, wäre das eigentlich ziemlich einheitlich, das Ganze aussieht. Ist natürlich auch immer eine Geschichte vom Einheitlichen, ob man das wirklich machen will. Und ich will es jetzt nicht machen, aber VW macht das schon, dass wenn du jetzt hier drin sitzt, kannst du eigentlich fast nicht unterscheiden, bist du in einem Passat, bist du in einem Tiguan oder bist du in einem Touareg. Ne? Das ist halt genau der Unterschied bei der ganzen Sache. Ansonsten einfach geil verarbeitet, alles mit Touchscreen und so weiter. Du kannst natürlich da bestimmt noch mehr Aufpreisliste nehmen, sag jetzt mal, aber das Auto ist richtig cool ausgestattet. Auch mit einem Panorama-Schiebedach, das bei dem Auto eigentlich schon ein Muss ist, wenn man so ein SUV hat, dann muss man eigentlich schon immer ein Panoramadach nehmen. Oh, Entschuldigung, bin busy. Und deswegen sage ich, er ist eigentlich sehr gut ausgestattet mit der Airline-Ausstattung, wunderbar. Ne? Innen hat er jetzt kein Airline, das muss man auch dazu sagen, es werden auf der Sitze Airline, Kopfstützen und so weiter. Also deswegen ist er trotzdem richtig geil verarbeitet. Ich bin schon wieder leicht entschwemmt, weil der Tiguan gefällt mir. Aber hat er da nichts mehr mit dem SUV zu tun. Gell?
Also, wie gesagt, in diesem Sinne haben wir schon wieder heute einen kleinen Einblick ins Wörthersee-Video 2019 vom Tiguan, vom Simon. Tiguan 2.0 nennt man das dann. Also, in diesem Sinne, Servus, Habadiel.